Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Heute, wie versprochen, mit Version 1.0 meines Schatten-Horror-Decks, also Umbral Horror. Hab heute noch ein paar coole Karten rangeholt, da wir beim Hedgehog 24 heute ein Display-Opening-Massaker gemacht haben, Judgment of the Light. Deshalb gibt's morgen auch erstmal die Videos vom Massaker und meine Ausbeute, also gleich mehrere Videos, und das Fire King Deck Profile verschiebt sich dann um den Tag, das gibt's dann also übermorgen. Aber für heute, wie gesagt, Version 1.0. Schattenhorror. Und ich fange mal direkt an. Ein Black Luster Soldier. Anfangs habe ich auch noch Chaos Hexer gespielt. Habe mich jetzt dazu entschlossen, nur noch den zu spielen. Absolut broken. BLS. Von daher einmal ein Deck. Zweimal Thunder King Ryo. Ultimate. Unser Lichtmonster für den Black Luster Soldier. Und vom Effekt her auch richtig gut gegen sehr viele Decks zurzeit. Außerdem, wie ihr sehen könnt, seid heute endlich am Start. Masked Chameleon, richtig cool, habe ich vom Zombie-Zocker rangbekommen, heute beim Opening-Massaker. Ja, und der Effekt ist absolut genial im Umbra-Deck. Holt uns einfach ein Umbra-Monster vom Friedhof und wir können instant über eine Karte einen Rang 4-Exit machen oder eine Synchro. Da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Synchro-Monster mit Level 8, die da kommen können. Werdet dann Extra-Deck sehen. Von daher richtig nice hier im Umbra-Deck, zweimal Masked Chameleon. Dann geht es weiter mit dreimal Schattenhorror Ghoul. Staple. Dreimal Schattenhorror Unform. Staple. Im Umbra-Deck natürlich. Und nur noch zwei Irrlicht. Also anfangs habe ich auch mit reingespielt, aber ich habe die immer auf der Starthand, kurioserweise. Von daher bin ich auf zwei runtergegangen. Mal gucken, ob das so läuft oder ob man vielleicht doch den dritten braucht. Nach den ersten Testduellen muss ich sagen, zwei reichen wahrscheinlich aus dem Umbra-Deck. Zweimal das Irrlicht. Dann, um die Chancen auf dem Master Key Beetle noch zu erhöhen, um dann richtig schön mit Safe Zone unsere Combo rauszuholen, dreimal Übelschauer Mandragora. Gleiche Geschichte eigentlich, dreimal Kageto Kage, Finsternis, Rang 4, Beetle. Und zweimal Summoner Monk, der echt geil kommt in den Deck, muss ich sagen. Und als letztes haben wir hier noch ein Effekt Weller, random, auch noch ein Lichtmonster für den BLS. Hab noch zwei Breakthrough Skill drin, von daher nur ein Weller. Soweit das Monster-Lineup vom Schattenhorror-Deck. Und dann geht's weiter mit den Zauberkarten. Dreimal MST, richtig aggressiv, um den Backrow zu cleanen, bevor man einen Beetle beschwört. Außerdem kann man die cool zusammen mit den drei Safe Zones verwenden, die MSTs. Auch coole Kombo-Möglichkeiten. Ein Book of Moon. Eine Verlockung. Nur noch eine Rank-Up Magic. Anfangs habe ich es mit einer Barbarian's Force und einer Limited Barbarian's Force gespielt. Jetzt zocke ich nur noch die Limited Barbarian's Force. Reicht auf jeden Fall aus, wenn man Masked Chameleon hat und dann auch die Chancen auf die Synchros hat, reicht mir eine Rank-Up Magic durchaus aus in dem Deck. Ein Heavy Storm, eine Reborn und ein Dark Hole. Zum Fallen Lineup, dreimal Safe Zone, absolute Pflicht in dem Deck. Also hoffentlich im ersten Zug zwei Finsternis Monster, die kommen können, Kageto Kage, Mandragora oder Ghoul Effekt, und dann Beetle gemacht mit Effekt auf Safe Zone. Kommt schon mal totally broken. Zweimal Breakthrough Skill, wie gesagt. Habe ich in letzter Zeit richtig cool gegen Zen My Mean auch mal benutzt. Von daher lieber zwei Breakthrough Skills und nur ein Effekt Whaler anstelle von zwei oder drei Effekt Whalern. Außerdem zweimal Zwangsevakuierungsgerät, um dann große Beatsticks wegzuräumen, damit der Beetle weiter angreifen kann. Darf ja leider nicht direkt angreifen, wenn Safe Zone liegt, aber die Monster, die man daneben legt, zum Beispiel BLS oder die Synchros über das Chameleon, die können dann direkt noch weiter angreifen. Und damit die freie Bahn haben, zweimal Zwangs, um die großen Beatsticks wegzuräumen. Und eine Mirror Force und ein TT. Soweit das Main Deck von Version 1.0 des Schattenhorror Decks. Und dann gibt es noch schnell das Extra. Eigentlich würde ich ihn auch zweimal spielen, aber ist mir zu teuer. Von daher erstmal nur ein Number 66 Master Key Beetle. Einmal Nummer C104 Schattenhorror Maskerade. Kommt über die Variance Force.
Nummer 104 Maskerade ist natürlich Voraussetzung dafür, dass dann C104 seinen Effekt hat, der totally broken ist auf jeden Fall. Muss man auf die Maskerade dann die Limited Variance Force aktivieren, von daher ist sie auch einmal Pflicht in den Deck. Außerdem immer noch ein schönes anderes Nummer 10 Monster, was man über die Variance Force holen kann, Utopia Ray V, mit auch sehr geilen Effekt, einmal Utopia dementsprechend. Dann einmal König der wilden Kobolde, absolut retarded broken in den Deck, weil sucht ein Kageto Kage oder Masked Chameleon, ein Shockmaster, ein Uroboros, ist auf jeden Fall ein Out gegen gegnerische Master Key Beatles mit Safe Zone, gibt man die Safe Zone wieder auf der Hand mit dem Uroboros Effekt und kann wieder direkt angreifen. Einmal Lavalva Chain, auch sehr wichtig, um BLS aufs Deck zu legen. Also Summon Monk holt zum Beispiel Rai-O, Overlays, Chain, Detach, Rai-O und BLS aufs Deck. Der Gusto Emerald, um eventuell Chameleons zu recyceln oder in BLS. Einmal Gagaga Cowboy. Und dann noch zu den Synchro-Monstern. Wie ihr sehen könnt, zweimal Dark End Dragon, richtig cool, kann instant in den Deck kommen. Man braucht einfach nur ein Umbra-Monster im Friedhof. Beschwörtes Chameleon und Synchro zu Dark End Dragon, eins meiner Lieblings-Synchro-Monster, von daher auch ein richtig cooles Deck, was mir sehr gut gefällt hier. Wieder mal eins mit Dark End Dragon-Möglichkeiten. Gegen Drachen ganz einfach, einmal der Crimson Blader und, weil er cool ist, ein Gedankenherrscher Erzunterwäldler. Das war's Deck Profile vom Umbra Deck Version 1.0 vom 66 Flake. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlassen würdet. Und bleibt immer dran. Euer 66 Flake.